Vision Gold wird Ihnen präsentiert vom Versicherer der deutschen Olympiamannschaft. Zürich. Badminton. Mit Schlägen von über 400 Stundenkilometern das schnellste Rückschlagspiel der Welt. Badminton zählt zu den 5 beliebtesten Sportarten überhaupt. Besonders in Asien sind Badminton-Profis richtige Stars. Spiele wie das dramatische olympische Herrenfinale in London zwischen Olympiasieger Lin Dan aus China und Li Chongwei aus Malaysia verfolgen hunderte Millionen. Doch auch im deutschen Badminton tut sich was. In den vergangenen Jahren wurden internationale Erfolge gefeiert. Allen voran Marc Zwiebler mit dem Europameistertitel im Einzel 2012. Und auch der Nachwuchs stimmt hoffnungsvoll. Max Weißkirchen holte Anfang April bei der U19-EM Gold und Silber. Saarbrücken, Hermann Neuberger Sportschule. Hier am Olympiastützpunkt schlägt das Herz des deutschen Männerbadmintons. Die besten Spieler des Landes aus allen Jahrgängen trainieren Woche für Woche zusammen in Saarbrücken. Wir haben hier zwei Trainingsgruppen zusammen in Saarbrücken. Eine Gruppe mit den Doppelspezialisten und eine Gruppe mit den Einzelspielern. Und wir haben die Frauen in Mülheim. Jakob Oehlensläger ist seit rund 2 Jahren der Chef-Bundestrainer. Er versteht und spricht Deutsch, doch seine Anweisungen gibt der Däne lieber in Englisch. Das Trainerteam international aus 2 der erfolgreichsten Badminton-Nationen. Für die Einzelspieler ist der Chinese Xu Zhen Wang verantwortlich. Für uns ist es wichtig, dass wir in zentraler arbeiten, dass wir starke Trainingsgruppen haben. Also wir versuchen oder wollen natürlich die stärkste Trainingsgruppen für die Männer und hier in Saarbrücken zusammenzuführen. Das ist einfach ein Vorteil, das ist ein Rückschlagsportler, das heißt, die brauchen Trainingspartner. Und je stärker die sind, wenn man tagtäglich mit den Besten in Deutschland trainieren kann, ist das einfach ein großer Vorteil. Die Strukturen haben sich einfach verbessert. Also wenn ich zurückdenke, als ich 15, 16 war, habe ich vielleicht 4, 5 Mal die Woche trainiert. Teilweise morgens dann irgendwie vor der Schule noch laufen, aber ist nicht vergleichbar. Heutzutage sind die Leute auf Sportinternaten. Natürlich fällt es ihnen immer noch schwer, dann mit den Großen in Anführungsstrichen dann erstmal mitzuhalten, aber da ist einfach eine Gewöhnungssache. Aber wichtig ist, dass wenn sie hier hinkommen, schon mal auf jeden Fall einige Jahre gut und hart trainiert haben. Das Badmintonspiel hieß ursprünglich Poona und kam aus Indien. Britische Armeeoffiziere brachten es mit nach England. Bei einer Feier des Duke of Beaufort auf seinem Landsitz im englischen Badminton wurde das Spiel ein großer Erfolg und hatte fortan seinen Namen. Der Spielball, englisch Shuttlecock, wiegt nur 5 Gramm, besteht aus 16 Gänsefedern und einem Korkkopf. Seine Flugeigenschaften unterscheiden sich deutlich von Bällen in anderen Rückschlagsportarten. Der Badmintonschläger, ebenfalls aus sehr leichten Materialien, wiegt unter 100 Gramm. Er ist so konstruiert, dass er möglichst die maximale Energie aus dem Schlagarm weitergibt. Das Spielfeld ist insgesamt 13,40 Meter lang und 5,18 Meter breit. Im Doppel verbreitert sich das Feld um einen knappen halben Meter an beiden Seiten. Beim Aufschlag muss der Ball unterhalb der Taille gespielt werden, ins diagonal gegenüberliegende Feld. Und schließlich das Netz, 1,55 Meter hoch. Es gilt, den Ball so darüber ins gegnerische Feld zu spielen, dass der Gegner ihn nicht mehr erreicht. Vor allem aber ist Badminton anstrengend. Es ist ein Spiel fast ohne Pausen. Die Matches sind zwar oft kürzer, doch netto steht der Badmintonspieler die Hälfte des Spiels auf dem Platz. Doppelt so viel wie im Tennis. Schnelle Richtungswechsel, extreme Beschleunigung auf kurzen Strecken und das Nonstop. Für diese Belastungen gilt es, vorbereitet zu sein. Eine starke Oberkörper- und Rumpfmuskulatur hilft dem Badmintonspieler bei seinen Sprüngen und Sprints stabil zu bleiben. Eine Ausnahmestellung unter den besten Badmintonspielern des Landes hat Marc Zwiebler. Die deutsche Nummer 1 wurde 8-mal deutscher Meister im Einzel und ist in der Weltrangliste seit Jahren unter den Top 20. Nicht nur wegen seiner Erfolge wird Marc geschätzt. Marc ist sehr wichtig für uns. Vor allem besitzt er Führungsqualitäten und Erfahrung darin, was es heißt, ein Top-Badminton-Spieler zu sein.
Im Training setzt er jeden Tag den Standard. Es ist für die jungen Spieler wie Max Weißkirchen sehr wichtig, Vorbilder wie Marc zu haben. Diese können ihnen zeigen, wie man trainiert, und zwar nicht einmal, sondern an jedem einzelnen Trainingstag, Woche für Woche. Das Trainingsniveau für die jungen Spieler wie Max Weißkirchen steigt also, wenn sie täglich mit Marc spielen können. Die beiden verbindet noch mehr. Beide kommen aus Bonn. Max, seit wann kennst du schon den Marc? Ja, ich habe halt mit 11 Jahren in Beul angefangen, Badminton zu spielen. Und da habe ich dann schon den Marc halt in der Bundesliga immer spielen sehen und war auf jeden Fall mein Vorbild. Und wollte auch immer so tricksen wie er und habe das dann ein bisschen nachgemacht im Training und versucht. Marc, was hat er denn schon so drauf, der Youngster? Einiges. Also ich kenne Max ja auch schon logischerweise lange. Ich habe früher auch teilweise mit Kindern in Beul trainiert, ab und zu, ein, zwei Mal im Jahr. Und da war der Max natürlich auch dabei. Und ist mir damals schon aufgefallen und ist natürlich schön, dass er jetzt auch in Saarbrücken hier am Leistungszentrum mit uns trainiert. Und ja, er ist noch jung, muss noch ein bisschen was lernen, vielleicht ein bisschen weniger tricksen in Zukunft. Aber nee, ich denke, er ist auf dem richtigen Weg. Es braucht einfach noch ein bisschen Zeit. Max Weißkirchen wohnt im Sportinternat auf dem Gelände des Bundesstützpunkts. Dass er auf dem richtigen Weg ist, hat Max gerade erst gezeigt. Er gewann 2 Medaillen bei der U19-Europameisterschaft in Polen. Silber im Einzel und Gold im Mixed. Wie ist das dann, wenn man die bekommt, der Moment? Ja, ist auf jeden Fall was Besonderes. Das ist jetzt die Silbermedaille im Herren-Einzel bei der Europameisterschaft, die ich in Polen gewonnen habe, in Lubin. Und ja, die gucke ich mir schon öfters an. Das ist die Goldmedaille. Da war ich natürlich besonders stolz drauf, Gold zu holen bei einer EM. Ja, das ist ein Ehrenpokal, den ich erhalten habe. Steht hier auch bei der deutschen Jugendmeisterschaft, wo ich dreifacher deutscher Meister wurde in Duisburg 2011, 13.02. Und ja, ist auf jeden Fall was Besonderes. Wenn ich mir das angucke, dann denke ich auch, ja, mit der Schule, das kriege ich auch hin. Und ja. Und vielleicht kommt irgendwann noch ein Schrank dazu. Ja, das auf jeden Fall, das hoffe ich sogar. Der große Vorteil hier ist, dass man alle Standorte, die wichtig sind, alle Bereiche, Serviceleistungen, die wichtig sind, zu Fuß erreichen kann als Athlet. Das heißt, neben der Trainingshalle ist medizinische Betreuung hier, es ist ein Haus für Athleten hier, es ist eine Universität direkt nebenan. Das heißt, die Bedingungen hier für die Athleten sind aus meiner Sicht optimal, weil sie sehr zentral sind. Man verliert sehr wenig Zeit, um irgendwie von Standort A nach B zu kommen. Max Weißkirchen geht noch bis Mitte kommenden Jahres zur Schule, auf ein Wirtschaftsgymnasium in Saarbrücken. Ich war vorher im Mülheimer Internat, da waren nur Badmintonspieler. Und hier ist auf jeden Fall was anderes, weil hier auch Schwimmer sind, Ringer, Triathleten und alles Mögliche halt. Und ja, das ist auf jeden Fall, finde ich, sogar ein bisschen cooler, weil man halt andere Sportarten auch mehr näher kennenlernt. Und die Leute sind auch alle super nett hier und wir haben ein gutes Verhältnis zueinander. Saarbrücken ist nicht nur Badmintonzentrum, sondern auch eine typische Universitätsstadt. Ich studiere an der IUBH in Bad Honnef, studiere ich BWL. Hatte erst angefangen an einer normalen Uni, allerdings war es natürlich schwierig mit den vielen Fehlzeiten. Und ja, ich war einfach nie da, auch zu den Präsenzzeiten. Und jetzt bin ich sehr glücklich mit dem Fernstudium. Das läuft bisher sehr gut und ich hoffe, dass ich doch relativ bald auch meinen Abschluss dann habe. Ausnahmslos alle Badmintonspieler aus der Trainingsgruppe sind Studenten oder Schüler. So trifft man sich auch abseits des Badminton-Courts häufig. Hier Marc etwa mit Trainingspartner Tobias Wadenka. Und doch haben wenige seiner Kollegen einen solchen Rhythmus wie Marc Zwiebler. Die Taktung geben die internationalen Turniere vor, für die er wochenlang im Ausland unterwegs ist. Wenn wir halt unterwegs sind, dann ja, abgesehen von dem vielen Reisestress, ist es natürlich dann auch andere Länder, andere Kulturen, anderes Essen. Teilweise genießt Badminton in den Ländern, wo wir sind, natürlich einen unglaublich hohen Stellenwert. Das heißt, da wird man auch von öffentlicher Seite ein bisschen mehr bedrängt und kann sich vielleicht nicht ganz so frei bewegen wie jetzt zum Beispiel hier. Und dann genießt man das eigentlich, ehrlich gesagt, wieder zu Hause zu sein, wo man sich ja eigentlich unerkannt und frei bewegen kann. In der Badminton-Szene hat Marc Zwiebler längst einen klangvollen Namen, ist ein bekanntes Werbegesicht. Hier in einem Spot gemeinsam mit Birgit Michels. Die beiden waren Teil der deutschen Mannschaft, die völlig überraschend die Team-Mixed-Europameisterschaft 2013 gegen Dänemark gewann. Er ist nun mal der beste deutsche Herr, auch den wir haben. Ich kenne ihn mittlerweile seit 20 Jahren, verstehe mich sehr, sehr gut mit ihm. Er hat international schon bewiesen, dass er auch zu den Besten der Welt gehört hat. Top-Leute geschlagen, war selber auch Top 10 der Welt.
Mit der langjährigen Nummer 1 der Welt, Lee Chong Wei aus Malaysia, verbindet Mark eine Freundschaft. Gemeinsam spielten die beiden auch schon in der indonesischen Super League. Auf den vielen Reisen, natürlich gerade in Asien, da hat man halt immer ab und zu mal auch Wochen, wo dann eine Pause ist, wo es sich dann nicht lohnt, nach Deutschland zurückzufliegen. Und ich bin da sehr froh, dass ich da gerade mit Lee Chong Wei, das ist Weltranglistenerste, die letzten 5 Jahre ungefähr, einen guten Freund und Trainingspartner gefunden zu haben. Da kann ich immer bei denen wohnen und wir trainieren dann zusammen. Und das ist natürlich unglaublich viel wert, einfach mit der absoluten Weltspitze zusammen zu trainieren. Und ich kann da unglaublich viel noch lernen von den Jungs. Und sowas ist halt immer schön. Und dann sieht man halt auch, kriegt man natürlich auch noch ein bisschen Einblick, so einen genaueren Einblick in das Leben von den Leuten, die in ihren Ländern halt absolute Megastars sind. Ist das deutsche Badminton-Ass in der Saarbrücker Heimat, darf ein Besuch nicht fehlen. Seit ich 10 bin, sammle ich eigentlich Schallplatten und habe mir diese Leidenschaft für die Musik eigentlich bis heute auch beibehalten. Ob in Amerika oder in Asien, auf den vielen Reisen gibt es für den Music Maniac Zwiebler auch immer was Neues für die Ohren zu entdecken. Seine Plattensammlung wächst jedenfalls kontinuierlich an. Gerade früher, also bei meinen ersten Amerika-Reisen oder so, da sind natürlich dann schon noch die großen, alten, bekannten Plattenläden. Da habe ich immer viel gekauft und auch viel mitgenommen. Teilweise mussten sogar dann Klamotten aus dem Koffer fliegen, damit ich Platz und Gewicht übrig habe für die Schallplatten. Heutzutage ja, kaufe ich nicht mehr so viel, um ehrlich zu sein, aber ich genieße das immer noch ab und zu mal, ja, durch die Läden zu stöbern und vielleicht auch noch die eine oder andere Platte zu finden, die ich noch nicht habe. Musik, die große Leidenschaft von Mark Zwiebler. Auch im Training läuft immer Musik. Ja, beim Training bin ich jetzt auch einer der Ältesten, das heißt, ich habe die Verantwortung für die Musik. Sagt zum Glück keiner was, hat sich eigentlich noch keiner beschwert. Gleich bei Vision Gold. Drive, Drop und Clear. Max Weißkirchen erklärt das Fachchinesisch im Badminton. Und Spurensuche in Beul, was die beiden gebürtigen Bonner Marc Zwiebler und Max Weißkirchen verbindet. Jetzt geht es weiter mit Vision Gold, präsentiert vom Versicherer der deutschen Olympiamannschaft, Zürich. Zurück bei Vision Gold und den besten deutschen Badminton-Männern am Trainingszentrum in Saarbrücken. Im ersten Teil haben wir gezeigt, wie sich die Badminton-Cracks Tag für Tag gegenseitig pushen. Wie Spitzenspieler Mark Zwiebler zwischen Training, internationalen Turnieren und Reisestress daheim abschaltet. Und wie sich Max Weißkirchen für die Schule mit seinen jüngsten Erfolgen bei der U19-EM motiviert. Nachmittagstraining auf dem Badminton-Stützpunkt in Saarbrücken. Bis zu 10-mal in der Woche trainieren die besten deutschen Badminton-Männer und die deutsche Nummer 1, Mark Zwiebler, hier gemeinsam. Es ist nicht so, dass er hierher kommt, sich auf die Bank setzt, nur sein Ding macht und erwartet, dass ihm jeder zu Füßen liegt. Es passiert immer etwas um Mark herum. Interviews, immer etwas. Und das ist auch gut für die Trainingsgruppe. Das ist auch Teil seiner Führungsqualitäten. Teamplayer Mark Zwiebler übernimmt Verantwortung und ist auch damit Vorbild für die Youngster im Team. Mark steht ja jetzt schon seit sehr langer Zeit unter den Top 20 in der Weltrangliste im Herreneinzel. Und es ist eigentlich für mich so als Nachwuchsspieler erstmal gut zu sehen, dass es möglich ist, in Deutschland so weit nach vorne zu kommen. Und dementsprechend kann man sich halt von ihm sehr viel abgucken. Abschauen, wie macht er das im Training. Eine besondere Trainingsform ist das sogenannte 2 gegen 1. Besonders für die Einzelspezialisten eine wertvolle Übung. Es wird einfach eine höhere Spielgeschwindigkeit simuliert, als man die beim 1 gegen 1 einfach erreichen könnte. Die Qualität des Zuspiels ist natürlich auch immer sehr hoch, weil sie zu zweit sind. Und es geht einfach darum, es dann, ja, einfach ein verdammt hohes Spieltempo zu simulieren, dass man dann später im 1 gegen 1 Match dann wirklich, dass einem das dann vielleicht nicht ganz so schnell vorkommt. Was sind eigentlich die Grundschläge im Badminton? Der Technikguide mit Max Weißkirchen. Also der Smash ist der Schlag, der aus dem Hinterfeld gespielt wird. Das ist ein Angriffsschlag.
Das ist mein Lieblingsschlag, den ich spiele auch. Der geht steil eigentlich runter, den spielt man mit Winkel. Dann gibt es noch den Lift, den spielt man vom Netz weg. Das ist ein hoher Ball ins Hinterfeld. Dann gibt es noch den Angriffsclear. Das ist ein Clear, den man von der Grundlinie bis zur anderen Grundlinie spielt, so dass man ein bisschen Zeit gewinnt. Dann gibt es noch den Drop, das ist der Schlag, den man von Hinterfeld spielt ins Vorderfeld, kurz hinter das Netz am besten. Und dann gibt es noch den Drive, das ist, wenn man schnell nachgeht, einen schnellen Ball in Midcourt spielt und einen schnellen Schläger hat. Mehr als 20 Doppel- und Einzelspezialisten trainieren gemeinsam in Saarbrücken. Klar, dass es da auch eine gesunde Rivalität gibt. Einzelspieler probieren es wieder. Glauben, die können die Doppelleute schlagen? Lächerlich. Trotz aller Konkurrenz, die positive Atmosphäre unter den Spielern ist immer zu spüren. Und ein bisschen näher zusammen, da ist eine Lücke in der Mitte. Und sei es bei den gepflegten Ritualen, denn wer verliert, muss auch leiden können. Ja, ihr seid doch Partner. Netzer. Termin bei Physiotherapeut Patrick Le Grou. Marc Zwiebler hatte ein Jahr lang anhaltende Probleme mit seiner rechten Wade. Grüß dich. Alles klar? Bei dir? Soweit fit? Ja. Was macht der Fuß? Besser. Besser? Sehr gut. Ich habe jetzt die Woche angefangen mit so einer Röntgener Halsbeschlagung. Und irgendwie war es in Asien schon besser, aber ich glaube, die Schwellung ist auch ein bisschen zurück und irgendwie fühlt sich das. Also ist gar nicht mehr so druckempfindlich. Das ist ja gut. Ich hatte so am Anfang in Indien hatte ich noch ein bisschen Probleme. Aber ich habe jetzt zweimal diese Röntgenreizbestrahlung gemacht in Neunkirchen. Sieht gut aus, eigentlich auch. Ich will nicht zu euphorisch klingen. Das vorolympische Jahr begann für Marc Zwiebler zu allem Überfluss noch mit einem Muskelfaserriss. Es gilt jetzt, den Trainingsrückstand aufzuholen. Doch nun ist er endlich beschwerdefrei. Die Konstitution eines Badmintonspielers, auch diese speziell. Der Badmintonspieler, der braucht halt diese Reaktivität auch. Er hat den Schritt nach vorne, muss aus dieser Vorbelastung dynamisch wieder nach hinten kommen oder umgekehrt. Das muss man natürlich auch vorbereiten. Aufbau der Wadenmuskulatur, Stabilisation, insgesamt die gesamte Beinmuskulatur und Rumpfkräftigung gehört natürlich auch dazu. Anfang Mai steht das Bundesliga-Finale an. Dann geht's wieder nach China, zur Mannschafts-WM. Verletzungen gehören zum Sport genauso dazu wie Erfolge. Und doch, dass Marc Zwiebler heute überhaupt professionell Badminton spielen kann, ist vielleicht sein größter Erfolg. Das war 2005, kurz nachdem ich das erste Mal Deutscher Meister wurde, hat es angefangen mit leichten Rückenschmerzen. Es hat dann, die Diagnose war dann Bandscheibenvorfall. Erst hatten wir gehofft, dass es nicht so schlimm ist, aber es wurde dann auf Dauer immer schlimmer. Und hat mich dann im Endeffekt fast anderthalb Jahre gekostet, auch mit einer Notoperation. Insofern sehe ich eigentlich meine Karriere, die nach der Verletzung stattgefunden hat, eigentlich immer wirklich so als kleines Wunder für mich. 15 Monate, dann geht's los mit den Olympischen Sommerspielen in Rio de Janeiro. Für die Organisatoren läuft alles nach Plan. Die Vorbereitungen laufen echt gut. Es ist ja noch mehr als ein Jahr hin. Die Aufgaben verändern sich gerade. Alle, die mit der Planung beschäftigt waren, kümmern sich jetzt um die Ausführung. Die Wirtschaftsagentur der Stadt Rio sieht eine hoffnungsvolle ökonomische Zukunft dank der Spiele. The chance that Rio had. Die Olympischen Spiele sind für Rio eine einmalige Möglichkeit. Nach den Spielen wird Rio zu einer Gruppe von Global Cities, von Weltstädten gehören. Und die Spiele sollen der ganzen Gesellschaft zugutekommen. Hier in Bonn-Beuel hat alles für Marc Zwiebler begonnen. Aufgewachsen in einer richtigen Badminton-Familie. Seine Mutter ist frühere neunfache deutsche Meisterin. Der Vater siegte insgesamt 7-mal. Ja, mit 5 hat Marc begonnen, also regelmäßig Badminton zu spielen. Und das wurde dann immer mehr. Man kann also sagen, Marc ist hier in der R-Granz-Halle groß geworden. Im Clubheim von Beuel hängt sogar Marcs Trikot und seine Schuhe vom EM-Sieg 2012. Auf der einen Seite hat er eine sehr, sehr gute Technik, ein sehr gutes Händchen, wie man so sagt, und eine enorme Portion Spielwitz. Spielwitz, den hat auch Max Weißkirchen.
Im Gegensatz zu Marc Zwiebler ist er ein Spätstarter, kam erst mit 11 Jahren zum Badminton. Beide sind gebürtige Bonner und immer gerne in der Heimat. Das ist natürlich für mich was ganz Besonderes, weil ich hier auch groß geworden bin und jetzt auch in der ersten Bundesliga spielen darf, nächste Saison. Und ja, ich freue mich auf jedes Spiel, was ich hier für Beul spielen darf. Es macht auf jeden Fall Spaß, immer mit den Jungs und Mädels hier zu spielen. Und ich freue mich auch immer, wenn ich am Wochenende zu Hause bin und hier ins Training kommen kann. Und ja, ich hoffe, ich kann dir noch ein bisschen was weitergeben, was ich gelernt habe in Saarbrücken. Ich denke mir, Max kann man ohne weiteres auch mit Marc vergleichen. Beide sind in allen Disziplinen sehr, sehr gut einsetzbar. Sie sind beide von der technischen Seite sehr, sehr gut und ja, der eben erwähnte Spielwitz ist bei beiden vorhanden. Badminton ist in Deutschland trotz der Erfolge eine Randsportart. Nicht jeder Badmintonspieler kann, wie Marc Zwiebler, von seinem Sport leben. Die frühe Förderung von Talenten wie Max Weißkirchen daher besonders wichtig. Es ist auf jeden Fall wichtig, auch für den Verein selber eigene Sponsoren zu haben, die einen unterstützen und fördern auch in einer Weise. Wir sind auch, glaube ich, sehr zufrieden, dass wir so viele Sponsoren haben wie Haribo, Stadtwerke Bonn und vor allem für die Jugendarbeit ist das wichtig. Bei Max Weißkirchen hat sich die Jugendarbeit ausgezahlt, zur Freude des Bundestrainers. Es ist immer toll für uns, wenn Spieler mit Titeln zurückkommen. Gerade wenn es einer von unseren Jüngsten ist und mit einem Europameistertitel und einer Silbermedaille heimkehrt. Das gibt der ganzen Trainingsgruppe Auftrieb, weil wir dafür jeden Tag alles geben, um zu gewinnen. Die beiden Bonner Badminton-Asse Marc Zwiebler und Max Weißkirchen. Stichwort Olympia. Dass Marc Zwiebler es drauf hat, zeigte er erst Ende vergangenen Jahres, als er den Weltranglisten-Ersten Chen Long aus China schlug. Das Ziel muss, glaube ich, für jeden deutschen Sportler, der zu Olympischen Spielen sein muss, es irgendwie sein, eine Medaille zu gewinnen. Ob das jetzt ausgesprochen realistisch ist oder wie hoch die Chancen sind, ist eigentlich egal. Am richtigen Tag kann er es richtig weit packen und auf dem höchsten Level mithalten. Natürlich hoffen wir erst einmal, dass Marc in Rio fit ist und sich qualifiziert und dass wir dann eines der Turniere sehen, in dem Marc seine außergewöhnlichen Fähigkeiten zeigt. Es ist keine Frage, dass er diese hat. Die Kunst ist, sie zu zeigen, wenn es drauf ankommt. Noch steht also Marc Zwiebler im Rampenlicht. Doch der Youngster Max Weißkirchen hat schon eine genaue Vorstellung von seiner Zukunft. Ich will auf jeden Fall Badminton später beruflich auch machen und werde auch alles dran setzen, damit es klappt. Und ja, das ist auf jeden Fall das Große in meinem Leben. Von Bonn in die große, weite Badminton-Welt. Das hat doch schon einmal ganz gut funktioniert. Vision Gold wurde Ihnen präsentiert vom Versicherer der deutschen Olympiamannschaft. Zürich.